Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 14 News Update. Es gibt ein paar geleakte Informationen zum kommenden Erbstück. Welche Legende das sein wird in Season 14? Welche Legende bekommt den Prestige-Skin? Dann gibt es Informationen zum nächsten Town Takeover Event, leider auf Stormpoint, wie es aussieht. Das lang ersehnte Bangalore Town Takeover Event, was schon seit Ewigkeiten eigentlich passieren sollte. Und wir haben Informationen zum Goliath Monster, was schon vor Release von Stormpoint überhaupt schon in den Gamefiles gefunden wurde. Und tatsächlich soll es im Beast of Prey Collection Event mitten in Season 14 endlich passieren. Rund um das Town Takeover Event für Bangalore soll dieses Biest endlich erscheinen und es gibt auch schon bewegte Modelle. Habe ich jetzt hier nicht vorbereitet, lediglich von den bewegten Modellen ein Screenshot. Das sollte hierfür reichen. Ich fange erstmal, bevor ich das nämlich vergesse, es gibt nämlich keine Bilder zum kommenden Prestige-Skin für anscheinend Wraith. Das Modell soll schon fertig sein, heißt also nicht unbedingt 100% Wraith, aber das Modell soll wie gesagt fertig sein. Also können wir davon ausgehen, dass in Season 14, kurz vor Ende der Season, dann das Event rund um den Prestige-Skin für Wraith rauskommt. Würde ich eine geile Sache finden, obwohl Wraith in der Vergangenheit ein paar richtig geniale Skins abbekommen hat. Und deswegen hätte ich mir vielleicht eine andere Legende gewünscht. Da das aber relativ sinnvoll ist, da Wraith einer der beliebtesten Legenden ist, macht es nur Sinn, dass natürlich sie einer der nächsten Legenden ist mit dem Prestige-Skin. Wir fangen mit dem, oder es geht weiter mit dem Erbstück rund um Loba. Und zwar soll das in Richtung Fächer gehen. Achtung, das ist jetzt kein finales Ding, das ist ein Konzeptbild und auch ein zweites Konzeptbild ist im Netz aufgetaucht und zwar dieses. Das soll uns lediglich zeigen, in welche Richtung das Erbstück gehen soll. Es gibt leider noch keine geleakten Animationen, wie das zum Beispiel bei Warg der Fall war oder bei Rampart damals ohne Texturen und den ganzen Spaß. Aber ich könnte mir gut vorstellen, die Quellen sind relativ zuverlässig in der Vergangenheit gewesen. Also können wir davon ausgehen, dass es tatsächlich soweit ist, dass Loba endlich ihr Erbstück bekommt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was haltet ihr von so einem Fächer? Kommt natürlich wieder auf die finale Version an, auf die Animation und so weiter. Weiter im Text. Bangalore Town Takeover Event. Das ist ein geleaktes Bild, das ist auch schon etwas älter, weil das Bangalore Town Takeover Event, das sollte eigentlich schon, ich glaube, in Season 12 kommen. Wurde dann irgendwann verschoben, warum auch immer, auf Stormpoint südlich vom Barometer soll der Platz sein. Ihr seht es hier schon, der Platz ist auch relativ groß und es könnte sein, ich gehe nicht davon aus, dass das quer über die Map verteilt irgendwo auffindbar ist, aber das geleakte Beast Goliath soll endlich auf Stormpoint auffindbar sein. Das ist ein ganz alter Leak, der ist Seasons her, muss ich einfach mal sagen. Und hier gibt es aber ein Modell, das in den Gamefiles schon aufgetaucht ist. Das gibt es als bewegte Bilder, habe ich mir jetzt für dieses Video gespart. Auf jeden Fall soll es so aussehen. Und ich gehe davon aus, dass wir das auf dem Spot rund um den Bangalore Town Takeover Spot, dass dort vielleicht dieses Goliath sein Unwesen treibt. Und wir gehen aber davon aus, das hat nichts mit irgendeinem PvE-Modus, Event oder sonst was zu tun, weil Respawn hat jetzt davon Abstand genommen. Es wird keine PvE-Events mehr geben, wie es damals, ich glaube, in Season 5 war, wo wir diesen Ash-Kopf zusammengebastelt haben. Dort hat sich Respawn nämlich von entfernt. Das war auch einer der Fragen, die in diesem Presse-Event, wo ich live dabei war, gefragt wurde. Und dort hat Respawn gesagt, wenn es PvE-Events irgendwie nochmal geben sollte, dann in einem Extraspiel, nicht direkt in Apex Legends. Also können wir davon ausgehen, dass da vielleicht irgendwann mal was Externes in Arbeit sein sollte. Das soweit jetzt erstmal von den aktuellen Leaks für Season 14. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir sehen uns im nächsten Video und am Dienstag streame ich in die neue Season rein. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ich freue mich ultra auf die neue Season. Das war es soweit von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.